genau macht ihr heute? Also heute machen wir das sechste Sozialprojekt im Rahmen unserer Ausbildung. Und da ja heute Buß- und Bettag ist und die Kinder frei haben, also quasi dann alleine zu Hause werden, haben wir uns gedacht, nehmen wir die mit zu uns, können die Eltern in Ruhe arbeiten und wir eben auf die Kinder aufpassen. Welche Aktionen gibt es für die Kinder? Wir werden mit einem gesunden Frühstück anfangen. Dann werden wir hierher kommen, uns eine Bastelecke aufbauen und die kleineren Kinder vielleicht auf die Seite nehmen, mit denen Knetmasse oder so spielen. Vielleicht aber auch was anmalen, zum Beispiel die Truhe. Und Spiele spielen, Monopoly zum Beispiel. Ja, und dann werden wir Mittagessen. Danach haben wir geplant, dass wir mit der Älteren Vogelhäusler bauen und vielleicht die Wii auch später aufbauen. Und auf alle Fälle schauen wir, dass jedes Kind den Arbeitsplatz vom Elternteil besucht hat. Ist wichtig, damit die sehen, was die Eltern so gemacht haben, was sie machen. Zum Abschluss werden wir noch ein kleines Buch basteln, wo eben der ganze Tag drin ist, mal nochmal Revue passieren lassen, Bilder vielleicht malen und ja, das Erlebte halt nochmal aufzeigen. Und dann werden wir den Tag gut abschließen. Was war deine Aufgabe beim Mitarbeiter-Kindertag? Also ich war in der Bastelecke zuständig. Wir haben Weihnachtsschmuck bastelt mit den Kindern. Die waren richtig motiviert und haben richtig Spaß dabei gehabt. Haben wir echt tollen Schmuck hergestellt. Was hat den Kindern am meisten Spaß gemacht? Am meisten Spaß hat die das Basteln gemacht. Dann durften sie sogar zum Chef auf und 5 Minuten Chef spielen. Der Tag war richtig toll und mir hat es auch richtig Spaß gemacht. Und ich freue mich schon aufs nächste Projekt.